Also ich bin hier mit Ala. Ala, super. Okay. Adel. Und Adel. Ala ist aus Region Odessa. Ja. Und Adel ist aus Algerien. Algerien, Batman. Wow. Und die kennen sich jetzt schon seit 7 Monaten. Ja. Ja. Und sie haben wunderschöne Bücher bekommen. Vielen lieben Dank. Sogar, ich habe auch ein Buch auf Arabisch für dich. Ja. Und Ala, magst du etwas Schönes auf Ukrainisch sagen? Eine Weisheit vielleicht? Nienburg super, Germania alles gut, komplett. Super. Okay. Ja. Ja? Dobre. Und Adrian? Etwas Schönes auf Arabisch? Hayat Jamila bidun Ansuriya. Was heißt das? Lieben schön, lieben ohne Rassismus. Alle lieben ohne Rassismus. Sehr schön. Vielen Dank. Ja, ja, danke. Na? Guckt euch unseren YouTube-Kanal an. Vielleicht ja. Ihr seid mit dabei. Okay, ja? Danke. Okay. Danke schön. Ja? Spasibo, ja? Spasibo. Mashallah, ja? Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des täglichen Bhagavatams. Hier ist das Buch, unser wichtigstes Buch in der Krishna-Bhakti-Tradition. Und wir lesen im ersten Kanto, falls ihr auch ein Buch habt, greift es euch aus eurem Bücherregal. Neben der Bhagavad Gita, wie sie ist, wohlgemerkt, sind das unsere wichtigsten Schriften im Krishna-Bewusstsein. Und alle diese Bücher wurden übersetzt und erläutert von His Divine Grace, A.C., Bhaktivedanta Swami Prabhupada, dem Gründer Acharya der Internationalen Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein. Und an dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an alle, die in letzter Zeit, in den letzten Monaten, ja, warum nicht Jahre, auch das tägliche Bhagavatam unterstützt haben, zum Beispiel auch finanziell. Ich könnte jetzt ja auch sagen, wer das alles getan hat, aber manche möchten das gar nicht so gerne. Und ja, man kann das tägliche Bhagavatam, unseren Podcast und unsere Bekanntmachungsprojekte unterstützen. Gorni Times, Freundeskreis e.V., das ist unser gemeinnütziger Verein. In der Videobeschreibung findet ihr sowohl die Bankverbindung als auch die PayPal-Adresse und wir können damit zum Beispiel auch Bücher, Srila Prabhupads Bücher zum Einkaufspreis in größeren Mengen besorgen und dann auf der Straße auf Fußgängerzonen verteilen. Das habe ich auch jetzt die letzten Monate immer wieder gemacht und das erleichtert die Arbeit ungemein. Prima, ja, an dieser Stelle ein großes Dankeschön. Und heute wollen wir auch mal was Neues ausprobieren. Okay, das habe ich euch noch gar nicht verraten. Meine Idee ist, dass vielleicht wir haben hier oft eine Protokollschreiberin. Oft ist es die Martina, die das macht. Dass man vielleicht am Ende eine Quizfrage herauskristallisiert
aus diesen Notizen, dass man schaut nochmal in den Notizen, was wurde alles besprochen, und dann sich eine Sache rausnimmt und daraus eine Frage formuliert. Zum Beispiel, lass mich mal einfach mal gucken, was wir in den letzten Notizen zum Beispiel mal hatten. Von Martina bekomme ich oft Mati Notizen, manchmal auch von der Saraswati oder von der Rasa Manjari. Da gab es bei der letzten Sendung mit Manjula Mani zum Beispiel so Notizen wie: Die Worte und Anweisungen der Bhagavad Gita haben eine beruhigende Wirkung auf Gottgeweihte. So, aus dieser kleinen Notiz könnte man eine Quizfrage machen. Zum Beispiel: Welche Wirkung hat die Bhagavad Gita auf diejenigen, die sie hören? Ja, und dann könnte man daraus, da könnte man dann überlegen, ja, zum Beispiel eine beruhigende Wirkung. So, und diese Frage könnten wir am Ende einer Sendung stellen, und dann steht euch die Kommentarfunktion auf YouTube zur Verfügung, und wir sind gespannt auf eure Antworten und werden sie dann in der nächsten Sendung vorlesen. So, das können wir ja mal ausprobieren. Wir wollen mit anderen Worten unsere YouTube-Zuschauer ein bisschen aufmerksamer machen beim Hören, weil sie wissen, oh, irgendetwas, was wir jetzt hier besprechen, das kann am Ende als Quizfrage auftauchen. Und dann habe ich die Gelegenheit auch noch einmal zu gucken, war ich überhaupt aufmerksam? Und wenn ja, dann schreibe ich doch die Antwort hier direkt ins Kommentarfenster. Also, das ist die Idee, euch A, aufmerksamer zu machen, mich auch, und auch euch ein bisschen, um euch ein bisschen mit zu aktivieren, also direkt zu engagieren, dass ihr etwas engagiert seid. Prima, also ja, wer schreibt denn heute die Notizen, wenn ich da mal fragen darf an dieser Stelle? Das Habe macht ich die irgendwie. Rasa Manjari. Rasa Manjari schreibt Ah. heute, weil Saraswati und ich präsentieren, dann ist es immer schwierig, Super. gleichzeitig die Notizen zu schreiben. Und deswegen. Das ist doch intelligent dann gelöst. Also, Rasa Manjari, können wir vielleicht auf eine Quizfrage hoffen zum Ich Schluss? gebe mir Mühe. Super. Also, ich merke jetzt schon, mein Aufmerksamkeitslevel hat sich um 15% verstärkt. Toll. Ja, dann würde ich sagen, ohne große Umschweife chanten wir ein paar glückverheißende Mantras und sind dann auch sehr gespannt zu erfahren, wie es hier heute weitergeht. Om Agyana Timirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Ich wurde in tiefster Unwissenheit geboren, aber mein spiritueller Meister öffnete mir meine blinden Augen mit der leuchtenden Fackel des Wissens. Ich erweise ihm meine achtungsvollen Ehrerbietungen. Narayanam namaskritya narang chaiva narottamam devim sarasvatim vyasam tato Bevor man dieses Srimad-Bhagavatam vorträgt, das das wahre Mittel zum Sieg ist, sollte man Narayana, der höchsten Persönlichkeit Gottes, Naranarayana Rishi, dem allerhöchsten menschlichen Wesen, Mutter Saraswati, der Göttin der Gelehrsamkeit, und Srila Vyasadeva, dem Verfasser, seine achtungsvollen Ehrerbietungen darbringen. Nashta Prayeshva Bhatrishu Nityam Wenn man regelmäßig aus dem Bhagavatam hört und dem reinen Geweihten dient, wird alles, was für das Herz leidvoll ist, fast gänzlich vernichtet.
und liebevoller Dienst für den glorreichen Herrn, der mit transzendentalen Liedern gepriesen wird, wird zu einer unwiderruflichen Tatsache. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhaktavrinda. Und schaltet gerne eure Mikrofone alle einmal ein. 3, 2, 1. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Herzlichen Dank und wir gehen direkt zu unserem heutigen Vers 29 im 15. Kapitel des ersten Kantos. Vasudevang Granuknyana Dhyana, das hat was mit Meditation zu tun. Pariprimhita Ranghasa Bhaktya Nirmahi Tashesha Kashaya Dishanojuna. Und die Wort-für-Wort-Übersetzung: Vasudeva Angri Die Lotusfüße des Herrn. Anudhyana. Durch ständige Erinnerung. Paribrimhita. Vergrößerte. Ranghasa. Mit großer Geschwindigkeit. Bhaktya. In Hingabe. Nirmahi. Moment. Nirmatita. Legte sich. Ashesha. Unbegrenzt. Es gibt auch diese kosmische Schlange Anantashesha. Und Ananta heißt auch unbegrenzt. Und hier hat man es sich etwas einfacher gemacht. Einfach Ashesha. Kashaya. Unebenmäßige Dishanaha. Auffassung Arjuna. Arjunas. Übersetzung. Arjunas ständige Erinnerung an die Lotusfüße Sri Krishnas des Herrn vergrößerte seine Hingabe rasch und folglich verschwand aller Unrat aus seinen Gedanken. Erläuterung von Srila Prabhupada. Materielle Wünsche im Geist sind der Abfall materieller Verunreinigungen. Durch solche Verunreinigungen kommt das Lebewesen mit so vielen vereinbaren und unvereinbaren Dingen zusammen, die die Existenz der spirituellen Identität beeinträchtigen. Geburt für Geburt wird die bedingte Seele von so vielen angenehmen und unangenehmen Dingen gefangen, die alle falsch und zeitweilig sind. Sie sammeln sich als Reaktion auf unsere materiellen Wünsche, doch wenn wir durch hingebungsvollen Dienst mit dem transzendentalen Herrn in seinen verschiedenen Energien in Berührung kommen, werden die nackten Formen aller materiellen Wünsche enthüllt und die Intelligenz des Lebewesens wird beruhigt und gewinnt ihre ursprüngliche Farbe zurück. Sobald Arjuna seine Aufmerksamkeit auf die Anweisungen des Herrn richtete, wie sie uns die Bhagavad Gita einprägt, wurde die ursprüngliche Farbe seiner ewigen Gemeinschaft mit dem Herrn sichtbar und er fühlte sich von allen materiellen Verunreinigungen befreit. Und wir hören uns noch mal den Vers auf Deutsch an. Arjunas ständige Erinnerung an die Lotusfüße Sri Krishnas des Herrn vergrößerte seine Hingabe rasch und folglich verschwand aller Unrat aus seinen Gedanken. Ja, vielen Dank. Und wir haben heute die MTB Nektarhummeln wieder voll hier am Start mit zwei Themen. Und Saraswati, du, habe ich gehört, hast dich mit dem Thema Farben beschäftigt. Was wir hier auch gehört haben in der Erläuterung, spricht Srila Prabhupada auch von Farben.
Ja, da bin ich ja mal gespannt und erlaube mir da hin und wieder vielleicht mal liebevoll reinzugrätschen und ein bisschen meinen hoffentlich spirituellen Senf dazu zu geben und auch natürlich auch die anderen Nektarhummeln. Falls euch hier und da noch was Wichtiges zu einfällt, bin ich da auch ganz gespannt. Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Ja, wir haben ja gehört, in den Erläuterungen ist geschrieben, dass durch hingebungsvollen Dienst mit dem transzendentalen Herrn in seinen verschiedenen Energien in Berührung kommen, werden die nackten Formen aller materiellen Wünsche enthüllt und die Intelligenz des Lebewesens wird beruhigt und gewinnt ihre ursprüngliche Farbe zurück. Und da haben wir uns gedacht, was wohl mit den nackten Formen der materiellen Wünsche gemeint ist und was wohl gemeint ist mit der ursprünglichen Farbe, die da Srila Prabhupada erwähnt. Und du fragst mich das jetzt gerade? Ja, wir können, also wir haben dann schon Was einiges wären da eure? herausgefunden. Ja, Ja, genau. zuerst haben wir sind da halt die Farbentherapien in den Sinn gekommen bei den Teilnehmern, die heilenden Farben, also welchen Einfluss halt die Farben generell haben in der materiellen Welt und dass es sogar heilende Farbtherapien gibt. Und es wurde auch die Farbenlehre von Rudolf Steiner wurde angesprochen. Rudolf Steiner ist ja auch eine sehr interessante Persönlichkeit. Er war österreichischer Schriftsteller, Theosoph und Reformpädagoge, sowie er war auch der Begründer der Anthroposophie. Das ist eine spirituelle Weltanschauung, die deren wesentlichen Inhalte nach Steiners Darstellung auf hellseherische Einblicke in eine nach seiner Auffassung real existierenden geistigen Welt, also die höheren Welten, beruhen. Und Hey. das wurde erwähnt und es wurde auch der Unterschied erwähnt zwischen materiellen Farben und spirituellen Farben. Zum Beispiel wurde gesagt, dass Krishnas Hauttönung, die ja einer Monsunwolke gleicht und die wir ja auch auf den verschiedensten Bildern so wahrnehmen können, dass diese Farbe jedoch ja halt eine spirituelle Farbe ist und die wir mit unseren materiellen Augen uns gar nicht vorstellen können. An dieser Stelle kann ich das vielleicht noch ein bisschen spezifizieren. Es ist nicht einfach nur so eine Monsunwolke, sondern eine frische Monsunwolke. Und ein Blitz geht durch diese frische Monsunwolke gerade durch. So. Und wir wissen dann, die Wolken werden dann auch kurz beleuchtet. Und diese Farbe muss man sich jetzt vorstellen. Also eine frische Monsunwolke hat schon mal eine ganz besondere Farbe. Sie ist ganz frisch. Ich weiß jetzt nicht, was da der Unterschied ist zwischen einer frischen Monsunwolke und einer nicht mehr so frischen. Ich muss auch sagen, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz oder in Berlin oder in Kassel und Heidelberg ist, aber ich sehe nicht so oft die Monsunwolken am Himmel bei mir. Vielleicht ist es bei euch anders. Also das macht die Sache schon etwas schwierig. So, und dann noch, dann muss man noch in dem Moment sich die Wolke anschauen, wo gerade ein Gewitterblitz da durchzuckt. Ja, also leuchtend frisch, Monsun, blau, schwärzlich. Interessant. Vielen Dank für deine erweiternden Ausführungen. Ja, also wenn ich das so mir vorstelle, also ich erinnere mich jedes Mal, wenn ich so Gewitterwolken sehe, an Krishna. Also das erinnert mich einfach dann an Krishna. Und ich habe das noch nie gesehen, wo noch ein Blitz dann hineinleuchtet. Das muss dann schon sehr beeindruckend sein. Ja. Vielen Und Dank. kennt ihr das, wenn
wenn auf der einen Seite noch Sonnenschein ist und blauer Himmel und dann kommen so die großen, wirklich dunklen Gewitterwolken auf einen zu, aber es ist noch Sonnenschein und auch die Wolken werden irgendwie noch teilweise von diesem Sonnenlicht beleuchtet. Das sieht eigentlich sehr, sehr, gerade im Sommer und wenn es so heiß auch gewesen ist, das sieht sehr schön aus. Ich weiß nicht, ob Patrick. ihr das schon mal gesehen habt. Kommt nicht so oft vor, aber kommt mal vor. Ne? So ein, zweimal im Jahr fällt einem das auf. Oh, das ist, da kommt was Dunkles auf uns zu, aber es ist alles noch im Sonnenlicht irgendwie eingetaucht. Und dann diese dunklen Wolken sehen tatsächlich auch dann schön aus. Ja. Martina hat dazu was Nur zu ganz sagen. kurz, mir ist gerade eingefallen, vielleicht ist die frische Monsunwolke noch nicht abgeregnet und die andere ist dann schon abgeregnet. Kann ja auch sein. Guter Punkt. Das macht Sinn. Ja, gut. Dankeschön. Da kann ich sofort was mit anfangen. Danke. Ja, dann steht ja in den Erläuterungen weiter. Sobald Arjuna seine Aufmerksamkeit auf die Anweisungen des Herrn richtete, wie sie uns die Bhagavad Gita einprägt, wurde die ursprüngliche Farbe seiner ewigen Gemeinschaft mit dem Herrn sichtbar und er fühlte sich von allen materiellen Verunreinigungen befreit. Ja, um diese Farbe geht's halt. Solange der Fokus auf den materiellen Wünschen liegt, kann sich die seelische Identität nicht entfalten, nicht offenbaren. Mit der Hilfe jedoch eines spirituellen Meisters kann es gelingen, die Aufmerksamkeit auf die ewige Beziehung zur höchsten Persönlichkeit Gottes zu richten, sodass materielle Anziehung verblasst. Das heißt, die Schönheiten der Natur, wie zum Beispiel die Farben des Regenbogens, können dann eine Brücke zur ewigen spirituellen Dimension darstellen. Der Farben der Gopis zum Beispiel, wie sie mal von Paramshreya in einem Bild in einer letzten MTB-Sendung so eindrücklich gezeigt wurde. In der spirituellen Welt hat alles Form und Farbe, leuchtet aus sich selbst heraus. So wird es in den Schriften beschrieben. Hier braucht es keine äußerlichen Lichtquellen wie hier auf Erden, die Sonne, Kerzen, Öllampen oder elektrisches Licht. Und wenn man diese ursprüngliche Form und Farbe der ewigen Seele, ja, wenn diese ursprüngliche Form und Farbe der ewigen Seele erkennbar wird, so leuchten auch unsere materiellen Körper wie, weil sie nicht mehr mit materiellen Wünschen und Vorstellungen bedeckt sind. Das heißt, Srila Prabhupada wurde oft so wahrgenommen. Ich habe das öfters gelesen, dass Menschen, die Srila Prabhupada begegnet sind, mit Erstaunen feststellen, erleuchtet. So hat doch jedes Lebewesen die Chance, bereits hier im materiellen Dasein aus sich selbst heraus zu leuchten, wie es Srila Prabhupada uns gezeigt hat. Ja, Okay. das sind die Gedanken vom Montag. Danke, dass ich sie teilen durfte. Hare Krishna. Ja, danke schön, sehr interessant. Genau, wir hatten, ich glaube, ich habe da so ein einzelnes kleines Video gemacht und dann das da so vor die MTB-Sendung rangeklebt. Und zwar gibt es ein Bilderbuch mit schönen Bildern über Krishna und Krishnas Lilas, Krishnas Spiele von einem indischen Künstler namens B.G. Sharma. Und das schaute ich mir so an vor ein paar Tagen mal, so ganz oldschool, ohne Handy, ohne Bildschirm, einfach ein Bilderbuch habe ich mir angeguckt. Das gab es schon lange nicht mehr. Und mir fiel auf, hey, die Gopis und auch die Gopas, nicht nur das Krishna, so, ja, wie wir das eben gehört haben, so Monsun blau-schwärzlich präsentiert wird in diesem Kunstwerken oder Balaram sehr fast ja weiß
Schneeweiß heißt es oder Milchweiß, sondern auch die Freunde Krishnas und auch die Kuhhirtenmädchen. Auch dort stellte ich fest, dass die verschiedene Farbtönungen, also Hauttönungen hatten, von dunkel bis hell. Und ja, also da dachte ich so, ja, die spirituelle Welt, die ist wirklich bunt. Manchmal, ich hatte dann auch so eine Politikerin zitiert, die da so geschwärmt, die da immer so, meiner Meinung nach hat das so einen sentimentalen Touch, die schwärmt dann immer von einer bunten Gesellschaft, wenn man sich die aber dann in der Realität anschaut. Diese Begeisterung ist einfach nicht so vorhanden bei den Menschen hier in der materiellen Welt. Man fängt dann an, so in Gruppen zu denken, ja, wir sind die Gruppe mit dieser Hauttönung und das ist die Gruppe mit der anderen Hauttönung. Und dieses, dass man dann so zusammenkommt, das ist eher selten. Aber in der spirituellen Welt ist das tatsächlich laut diesem Künstler und ja, laut den Beschreibungen der Veden gibt es da nicht diese Diskriminierung, dass man sagt, ihr gehört ja zu den Leuten mit dieser Hauttönung, mit euch wollen wir nichts zu tun haben, sondern da wird wirklich dieses Bunte zelebriert und meiner Meinung nach braucht es ein spirituelles Verständnis, um auf diese Ebene zu kommen, dass wir auch die Farben so wertschätzen, sogar auch Hautfarben. Ohne diese spirituelle Sichtweise ist das nicht möglich oder nur sehr begrenzt möglich. Ja, genau. Und ja, ihr hattet die Frage gestellt, ihr hattet euch die Frage gestellt, was dann mit dieser, lass es mich mal schauen, ursprünglichen Farbe, was es damit auf sich hat? Was Genau. ist gemeint mit der ursprünglichen Farbe? Ja, da habe ich mir auch Gedanken gemacht. Das kommt ja in der Erläuterung vor. Und finde ich ein schönes, also erstmal eure Antwort, dass, und dieses Beispiel mit Srila Prabhupada, dass so ein Leuchten dann plötzlich sogar aus einem, ja, Körper, der sich hier in der materiellen Welt aufhält, dass dann plötzlich, dass wir das Gefühl haben, da geht so ein Leuchten aus. Das ist nicht nur einer Person aufgefallen, sondern wie ihr richtig sagt, man hat es immer wieder gehört, wie Menschen sagten, als der aus dem Flugzeug ausstieg, was ist denn da jetzt los? Da geht ja ein Leuchten aus diesem Körper aus. Ja, also das kann ich auch bestätigen. So Menschen, die sehr spirituell aufgeladen sind, ja, wir hören schon dieses Wort aufladen, das hat ja was mit Energie zu tun und dann macht sich das unter anderem auch an einem gewissen Leuchten oft bemerkbar. Das finde ich ist eine gute Antwort. Eine andere Antwort, die ich gut finde, ist, dass das ursprüngliche Licht ist klar, klar. Und wenn es dann in die materielle Welt kommt, dann wird es mit Farbfiltern verfälscht. Und ein gutes Beispiel ist eine Ampel. Wir kennen alle eine Ampel. Wir sind alle schon mal vor einer Ampel stehen geblieben. Und eigentlich befinden sich hinter allen drei Lampen, nämlich rot, gelb und grün, dahinter befindet sich eigentlich dieselbe Art von Glühbirne, nämlich eine klare, Weißlichtglühbirne. Mag sein, dass das heute schon LED ist, aber na, sagen wir mal vor 20 Jahren.
Und vor dieser weißen Glühbirne wird dann eine, wie nennt man denn das? So eine rote, Glas. Ein rotes Glas ist es, ein glaube ich, rotes nur. Glas. Machen wir es nicht kompliziert. Ein rotes Glas gelegt und dann haben wir das Gefühl, ah, das ist rotes Licht. Und dasselbe dann mit gelbem Glas und mit grünem Glas. Aber ich weiß nicht, ob ihr das auch mal erlebt hattet. Einmal stand ich vor einer kaputten Ampel. Da war irgendwie das grüne Glas war irgendwie kaputt gegangen und man sah das normale weiße Licht oder klare Licht, transparente Licht der Glühbirne. Und dann musste jemand kommen. Es hat dann irgendwie 2 Stunden gedauert. Dann wurde das repariert. Aber in der Zwischenzeit haben alle Leute vor der Ampel verstanden: Ah, wir wurden die ganze Zeit zum Narren gehalten. Wir dachten immer, das ist grünes Licht. Aber es ist nur dieses grüne Glas, dieser Filter, der das ursprünglich weiße, klare Licht verfälscht. Und so ist es auch mit der spirituellen Seele, die ist eigentlich klar und rein und transparent. Und dann wird sie hier in der materiellen Welt von den 3 Erscheinungsweisen gefiltert. Und wir wissen, auch hier gibt es 3 Farben. Ich habe so 3 Karten, nämlich eine rote, eine gelbe und eine grüne Karte. Die habe ich schon mal vor so einem Schülerseminar gezeigt. Ja, also diese Farben kennen wir auch aus den Schriften. Gelb wird mit der Erscheinungsweise der Tugend verglichen. Wir kennen das, wenn wir so gelbe Brillen aufsetzen. Und dann gibt es die rote Farbe. Das ist die Erscheinungsweise der Leidenschaft. Ja. Nicht umsonst spricht man vom Rotlichtmilieu, weil da eben sehr viel Leidenschaft herrscht und man wohl herausgefunden hat, wenn man da viele rote Glühbirnen anbringt, dann wird diese Erscheinungsweise noch mehr in Flammen gesetzt. Und dann haben wir die Farbe Blau und das ist auch irgendwie unangenehm. Ich als Kind hatte ich so eine rote Glühbirne, eine gelbe und so eine blaue. Das war so Disco-Light. Und immer wenn ich nur die blaue anhatte, dann fand ich das unangenehm, wenn die nur so eingeschaltet war. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist dann so irgendwie komisch, bisschen gruselig. Ja, das wäre so mein Kommentar. Aber wir wollen ja auch heute noch über das Thema Glück sprechen. Aber irgendeine Hand hatte ich eben noch gesehen. War das die von Ruchi Ranga, glaube ich. Ruchi Ranga. Ja, Herr Du Krishna. wolltest. Ja, Dankeschön. Mir sind gerade mehrere Sachen eingefallen, aber vielleicht zieht das alles die Sache zu sehr in die Länge. Vielleicht das Wichtigste, dein wichtigster Punkt. Was wichtig ist, aber du hast gerade auch vom Rotlichtmilieu geredet. Und wir hatten es auch, glaube ich, vorhin von Leuchten und von halt so einem spirituellen Licht und spiritueller Farbe und den Wolken und so weiter. Und ich weiß, auch das ist mir jetzt zum Schluss eingefallen, wie ich mal im Rotlichtmilieu war, damals mit unseren Kerzen. Ne? Wir haben ja auch die Kerzen verteilt und Paintings und hast nicht gesehen. Und da bin ich auch mit den Kerzen in so eine Bar, so eine Rotlichtbar. Und da weiß ich noch, da habe ich dann die Kerzen ausgepackt, da mein Karton so dabei gehabt, ne? Und stellte die Kerzen auf die Bar und chante so mein Mantra hier: Ich bin Kerzenhandwerker und aus dem Odenwald. Und Ich bin der dann, Kerzenacharya. ich bin der Kerzenacharya, genau. Und irgendwie kann ich mich erinnern noch, das war so richtig transzendental, wie dieses Rotlicht auf einmal, also ich kann mich erinnern halt, wie diese Situation, diese ganze Leidenschaft, ne, wie das irgendwie verschwand und auf einmal so ein Licht, also die Kerzen waren
wie ein Licht, die anziehend war für die Leute. Und auf einmal kamen die Frauen und die Männer. Die Männer haben natürlich den Frauen imponieren wollen, haben dann ihr nicht eine Flasche Sekt gekauft oder Champagner, sondern die haben dann Kerzen genommen. Und das war total Nektar-Situation, weil die Chefin da in dem Laden, die hat dann auch gesagt: Hier, Karl, komm mal her, kauf mal ihr da jetzt eine Kerze und du jetzt und so. Und die hat dann meine Arbeit dann übernommen. Ne? Aber ich kann mich erinnern, die Kerzen haben dann angefangen zu leuchten. Ne? Die haben, also, vielleicht habe ich das auch nur gesehen, weil ich so im Bliss war oder gerade im Dienste Im von. Auftrag des Herrn Ja. unterwegs. Okay. Man sieht ja auch das Leuchten zum Beispiel von den Detis, ne? Wenn die Detis leuchten, je nachdem, was die so für ein Leuchten haben, in dem Maße werden die verehrt, ne? Liebevoll, so kann man ja auch erkennen. Wir waren ja jetzt gerade auf Tour, eine Woche oder so, oder 9 Tage im Osten und in Hamburg und in Berlin, auf Predigertour, Rajendra und ich, und haben Bücher verteilt. Und da konnte man das auch sehen, ne? Dass sie alle sehr, sehr liebevoll verehrt werden, die Detis, ne? Bei verschiedenen Yatras, und da konnte man das halt auch sehen. Die wurden alle sehr schön verehrt, ja, weil die so eine Ausstrahlung haben, ne? Die Detis. Genau, So. durch die Verehrung. Ja, ne? So, Toll. kurz am No. Rande, Jai. No. Auch Prasadam ist euch vielleicht auch mal aufgefallen. Auch Prasadam kann leuchten. Und auch die Bücher. Die Bücher leuchten auch im Regal, so leuchten die. Ja. Genau. Prima. Ja, Martina, du hattest noch das Thema Glück. Genau. Und ich wollte sozusagen, weil du gerade von den drei Erscheinungsweisen gesprochen hast, ich habe das ein bisschen unterteilt. Am Anfang der Erläuterung geht es ja um materielle Verunreinigungen. Sozusagen materielle Wünsche im Geist sind der Abfall materieller Verunreinigungen. Und da haben wir uns erstmal gefragt, was genau ist denn darunter zu verstehen? Was sind denn materielle Verunreinigungen? Und da kam eben auch der Punkt, dass die materielle Natur ja von den drei Erscheinungsweisen beherrscht wird und so eben auch wir. Und dass wir in dem Moment, wo wir mit Materie in Berührung kommen, automatisch eine verunreinigen, wie so dieser Spiegel. Clemens hat dieses Bild von dem eingestaubten Spiegel gebracht, ne, wo sozusagen auf der Seele dieser Staub, diese Bedeckungen liegen und durch das Chanten wir uns sozusagen dann reinwaschen können, ne? Also dass dann diese Verunreinigungen so langsam verschwinden. Ja, dass wir genießen möchten und auch kontrollieren. Und dann kam noch der Punkt, dass der Jiva die Natur halt ausbeuten möchte. Also das ist so, das gibt so einen kausalen Zusammenhang zwischen der materiellen Natur und der Ausbeutung zu gucken, was fällt denn da für mich ab? Ne? Wie kann ich denn für mich irgendwas rausziehen aus diesem Leben, aus dieser Natur? Und ja, da stehen wir halt im Mittelpunkt und nicht Krishna. Und dann hatten wir eben dann nochmal, dass wir Satchitananda sind. Und ja, also glückselig, allwissend und ewig. Und dann kam eben wirklich der Punkt, und wenn wir dieses Wissen nicht haben oder auch wenn nur einer dieser drei Punkte nicht vorhanden ist, dann gibt es schon Verunreinigungen und Bedeckungen. Ich habe hier mal einfach, ich blende das mal kurz ein, nicht wundern. Ich habe das hier nochmal aufgeschrieben. Da. Das, genau. Auch mangelndes Wissen führt eben zu Verunreinigungen und Bedeckungen und machen uns nicht glücklich, weil wir halt nicht wissen, wie es geht. Ja, genau. Und dann habe ich noch mal geschaut, ich mache das mal ein bisschen hoch, was bedeutet überhaupt Glück? Na, da habe ich erst mal geguckt, was ist die Definition von Glück? Habe ich einfach im Internet mal geschaut und da steht eben das Glück.
ein mehrdeutiger Begriff ist und der momentane oder auch anhaltende positive Empfindungen, also wie Glücksgefühle, mit einschließt. Die können von stiller Natur sein, ne? Also kann man sich so, weil ich kann mich einmal erinnern, irgendwann bin ich mal im Bus gefahren und habe so aus dem Fenster geschaut und die Sonne scheinte und aus irgendeinem Grund, es war gar nicht so ersichtlich, hab ich wie so ein Glücksgefühl gespürt, so ein ganz leises, so in mir drin. Ich war einfach glücklich in dem Moment. Es gab gar keinen besonderen großen äußeren Anlass. Aber es kann eben auch sein, dass es so überschießende Freude, also dass man einfach total glücklich ist, weil man jetzt endlich das neue Handy hat oder das neue Auto oder ich weiß nicht was. Ja. Und glücklich, und dann steht hier, oh, das fand ich auch nochmal interessant, glücklich kann man zudem auch eine Person nennen, der es anhaltend gut geht. Ja, also wir werden gleich nochmal sehen, die Unterschied zwischen materiellem und spirituellem Glück, aber der es anhaltend gut geht, weil ihr Leben viel von dem enthält, was diese Person eben als wichtig erachtet. Also dann kann man solche Personen schon als glücklich bezeichnen. Jetzt haben wir hier materielles Glück, habe ich nochmal, was wir so erarbeitet haben. Materielles Glück ist halt immer zeitweilig. Wir können es nicht festhalten und es wird im Außen gesucht. Also wie wir kennen wir alle, ne? Der eine, wie gesagt, der kauft sich ein neues Auto oder verreist oder der persönliche Genuss steht da halt immer wirklich im Vordergrund. Es geht um einen selbst. Maximal noch um irgendwie andere Personen, ne? Also um die Familie oder auch Freunde, dass wir denen vielleicht noch was Gutes tun möchten. Und wir suchen halt das Glück, also im Außen. Und dadurch leben wir auch nicht im Hier und Jetzt, weil wir oft sagen, oh, wenn ich erstmal mein schönes Haus gebaut habe und da eingezogen bin, oder wenn ich erstmal meine Ausbildung fertig gemacht habe, oder wir kennen auch alle so die schönen Sätze, früher war alles besser, so, ne? Also, dass man dann entweder mehr so in der Erinnerung lebt oder früher, ach wie, da hatte ich noch, weiß ich nicht, da war ich noch schlank und sportlich, heute weiß ich, ne? So, also dieser Moment, wo man eigentlich überhaupt wirklich lebt, in dem befinden wir uns ja oft gar nicht mehr. Und was eben auch ist in der materiellen Welt, dass wir nicht ohne Angst leben. Also es gibt ja immer Sorge, ne? Ich meine, ich glaube, die Deutschen sind, ich weiß es nicht, aber ich glaube mal gehört zu haben, dass die deutschen Spitzenreiter im Versicherungen abschließen sind. Und ne, es gibt ja für alles eine Versicherung. Ja. Und dass diese Illusion sich damit ein Stück Sicherheit zu erkaufen, also ist eben tatsächlich eine Illusion. Ja. Und im Gegensatz dazu, ups, haben wir hier nochmal das spirituelle Moment. Da habe ich halt so ein bisschen in den Schriften beziehungsweise in der Bhagavad Gita gestöbert. Und da gibt es wirklich ganz, ganz, ganz viele Verse. Ich habe nur hier, das ist alles so aus der Erläuterung so ein bisschen zusammengefasst von mir, die verschiedensten Verse. Also was ich auch in der Bhagavad Gita in der Einleitung steht schon eben auf Seite 23, dass es in der materiellen Welt kein Glück gibt, sondern dass es einfach wie eine Luftspiegelung, wie eine, was kennen wir ja alle aus irgendwelchen Filmen oder Büchern, dass in der Wüste so plötzlich wie so eine Oase auftaucht mit Wasser. Und wenn man dann dorthin geht oder man geht und geht und geht, aber irgendwie kommt man dort nie an, weil das eben so eine Luftspiegelung, eine Illusion ist und nicht vorhanden. Und so ähnlich muss man sich das auch vorstellen mit dem Glück. Es ist nur in der transzendentalen Welt, können wir wirklich glücklich sein. Und im Vers 10,5 in der Bhagavad Gita steht eben, das ist ein ganz langer Vers, ich glaube, es ist, warte mal, ich nehme jetzt, ich glaube, es ist sogar Vers 4 bis 5,
Da werden ganz viele Dinge aufgezählt, was Krishna eben erschaffen hat und unter anderem eben auch Shukam, also Freude oder Glück. Und dort steht in der Erläuterung, das sollte man immer nur in Dingen finden, das Krishna-Bewusstsein, also in der Kultivierung spirituellen Wissens im Krishna-Bewusstsein förderlich sind. Also kurz gesagt, den Satz kennen wir auch alle. Alles, was uns hilft in der Entwicklung und Förderung in unserem spirituellen, auf unserem spirituellen Weg, das sollen wir bitte annehmen, gute Gemeinschaft, Schriften und so weiter und so fort, Prasadam essen. Aber alles, was uns zum Nachteil auf diesem Weg begegnet, das sollen wir zurückweisen. Ja? Also deswegen sich eben auch, ja, vielleicht eben auch aus Gesellschaft fernhalten, die uns nicht gut tut. Oder ich denke, jeder hat aus seinem eigenen Leben bestimmt viele Beispiele, wo er oder mindestens mal ein Beispiel, wo er sagt, okay, das ist für mein spirituelles Vorankommen nicht so förderlich. Ja. Dann in der Bhagavad Gita 18,36, da steht, dass die bedingte Seele versucht, immer materielles Glück immer wieder zu genießen. Also wieder so und immer fort, während das, ich fand es so, ich musste dann schon lachen, und ich fand es Kaute. halt so zutreffend, das Gekaute wieder bereits nochmal kauen. Ja, also man versucht Genau. immer wieder, ach ja, ne, also man wiederholt immer sozusagen die Dinge und in der Hoffnung, dass sie einen glücklich machen, um dann festzustellen, im besten Falle, dass es ja nicht der Fall ist. Und das dann einfach ziehen zu lassen und sich auf andere Dinge zu konzentrieren, nämlich auf Spiritualität und Gott. Ja. Und wenn man Glück hat, dann findet man eine Person oder eine gute Gemeinschaft, die einem diese Dinge eben näher bringt und so, dass wir peu à peu lernen können, wo eigentlich der Weg hingehen sollte und was das Ziel im Leben für uns sein sollte und was uns dann eben wirklich dauerhaft glücklich machen kann. Und zum Schluss, ich habe, wie gesagt, ihr müsst mal gucken, es gibt ganz viele Verse zum Thema Glück in unterschiedlichen Kontexten. Aber was ich auch mal, also das fand ich eben auch jetzt in dem zweiten Kapitel, der 66. Vers, das fand ich richtig klasse, weil ohne Frieden, ohne inneren Frieden können wir kein Glück finden. Und man kann es eben nur finden, wenn man versteht, dass Krishna der einzige Genießer aller Ergebnisse, aller Opfer und aller Entsagungen ist und der Eigentümer von allem und der Erschaffer und der wirkliche und wahre Freund aller Lebewesen. Wenn wir das verstanden haben, also ich kann da nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, dann kehrt wirklich mehr Frieden also in mir ist einfach mehr Frieden eingekehrt. Also nicht, dass ich jetzt voller Frieden bin und hier auf Wolke 7 schwebe, nicht. So ist es nicht. Aber Veränderungen tun sich halt im Leben auf. Und ich finde, das Beste ist, dass ich merke, ich muss bestimmten Dingen gar nicht mehr so viel Bedeutung beimessen, wie ich das früher getan habe. Und es verschafft mir auch eine gewisse Form von Gelassenheit und Ruhe, innerer Ruhe. Ja, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr auch selber dazu noch Ja. Erfahrungen und Ideen. Ich stopp mal die Freigabe. Das war's. Ja, Ja, von erstmal meiner vielen Seite. Dank. Toll. Ja, also lass mich mal schauen. Und zwar kurz mit dem Kaugummi. Da gibt es ja dieses lustige Beispiel in der Schule. Man kaut ein Kaugummi und dann klebt man es unter dem Tisch. Ja, und dann so 2 Tage später, man langweilt sich, der Lehrer wälzt wieder irgendein langweiliges Thema und es fällt einem ein, ah, warte mal, war da nicht doch dieses Kaugummi? Und man klebt es wieder runter, also man löst es und steckt es wieder in den Mund.
Und es hat kaum Geschmack, aber ja, man versucht da noch irgendwie ein bisschen Juice rauszuziehen. Und dann sagt der Lehrer irgendwann, hey, hör mal auf, Kaugummi zu kauen. Und dann muss man das wieder rausnehmen. Und so, da gibt es also Leute, die das immer wieder tatsächlich dann so lösen und kauen einfach aus Langeweile und hoffen, dass da noch irgendein Nektar rauszupressen ist. Bis man die Klasse wechselt und dann stellt der nächste Schüler fest, dann, der kriegt dann den Tisch und der stellt fest, oh, hier ist so ein altes Kaugummi. Also wie oft hatte ich das schon? Und man kann sich dann vorstellen, die haben das wahrscheinlich öfters gekaut. Ja, also das ist tatsächlich so hier in der materiellen Welt. Und da komme ich auch zu dieser Frage nochmal zurück, die ihr, glaube ich, hier auch gestellt hattet. Und zwar diese nackte Form. Ich lese es nochmal vor. Was ist mit der nackten Form der materiellen Wünsche gemeint? Ja, Saraswati, das war eine eurer Fragen. Und ja, die Martina hat da auch schon mal jetzt Bezug zugenommen. Da hat sie uns dann die Beispiele gegeben, was materielles Glück dann bedeutet. Und das würde ich auch sagen, je mehr unser Herz durch das Krishna-Bewusstsein gereinigt ist, ihr kennt es mit Sicherheit. Jemand kommt und sagt, hey, aus der Verwandtschaft vielleicht jemand oder ein alter Freund, hey, Oktoberfest. Du bist doch früher so gerne immer aufs Oktoberfest gegangen. Und man denkt so, Oktoberfest? Und weil das Herz gereinigt ist durch das Krishna-Bewusstsein, sieht man die nackte Fratze des Oktoberfestes. Ja. Man denkt, oh mein Gott, alles bloß nicht das Oktoberfest. Man sieht zwar die Leute, die dann so feiern, aber es ist so falsche Freude, falsches Lachen. Es muss Alkohol dabei sein, sonst können die Leute nicht glücklich sein. Und dann sieht man vielleicht auch schon mit dem geistigen Auge dann so am frühen Morgen liegen da diese, man nennt es Alkoholleichen im Schlamm, es regnet, sie wissen nicht mehr, wie ihre Adresse geht, der Taxifahrer ist auch überfordert. Ja, man sieht dann so die nackte Fratze und sagt, oh bitte, bleib mir weg von dem Oktoberfest. Ja, ich kann euch eine lustige Sache sagen. Ein Devoti-Freund, ich nenne keinen Namen, falls er das hier hört, wird er sicherlich sich auch amüsieren. Er wurde von einem anderen Freund angerufen. Hey, da ist Rock am Ring und die Gruppe Slipknot kommt. Slipknot. Also wenn ihr die Fratze richtig sehen wollt, guckt euch ein YouTube-Video von der Gruppe Slipknot an. Slipknot wird das geschrieben. Ich lade dich ein. Komm mit mir zum Rock am Ring. Lass uns Slipknot gucken. Und der Devoti-Freund von mir so, oh mein Gott, ja, kann sein, dass ich sowas vielleicht früher gut fand. Aber bitte nicht Slipknot. Und der Freund spürt schon das Zögern. Er ist etwas irritiert. Warum zögert er so? Pass auf, die ganze Fahrt, ich zahle das Benzin und ich zahle dir das Ticket für Rock am Ring. Und wisst ihr, was unser Devoti-Freund geantwortet hat? Ich habe so gelacht. Er sagte, ich würde Geld zahlen, ich würde das ganze Geld zahlen, was du jetzt hier genannt hast, um es nicht zu gucken. Da habe ich Schön. so gedacht. Er hat die nackte, wie hat das hier, Nackte Form, die nackte Form er hat der die Wünsche nackte oder so. Form
der materiellen Wünsche. Er hat sie so voll, so vor sich gesehen. So sehr, dass er sogar bereit war, keine Ahnung, 200 € direkt aus seinem Portemonnaie herauszuholen. Bitte ihr, aber ich will damit nichts zu tun haben. Ja. Ja, mir ist letztens auch was passiert, also oder hatte ich auch so eine Erfahrung. Das gibt, also ich war in so einem Laden, ich weiß nicht, so ein, weiß gar nicht, wie ich den beschreiben soll, wo es alles gibt. Ne? Also so eine Teddy heißt der. Da gibt es Bastelzeug, da gibt es was für ein Haushalt, also es gibt irgendwie alles. Also Kleidung, glaub ich, weiß ich jetzt nicht, egal. Und ich musste da was besorgen für die Arbeit und wollte für meine Mutter so eine Kleinigkeit holen. Und es war, ich bin da durch und früher wäre ich wahrscheinlich so mit so großen Augen und ah ja und das und da kann man ja was Tolles draus machen. Also weil ich auch ganz gerne so kreative Sachen auch früher gemacht habe. Aber ich bin da so durch diesen Laden gestöbert, um wirklich eine Kleinigkeit für meine Mutter zu finden. Also nur so eine kleine Mini-Aufmerksamkeit. Ich dachte, was ist das hier für ein Konsum? Also die Regale standen voll mit Kitsch und mit ich weiß nicht was allem. Und ich dachte, ich war froh, so schnell wie möglich da wieder raus zu sein. Und habe ich gedacht, also ich kann mich gar nicht mehr in solchen Geschäften aufhalten. Und früher wäre ich da durch die Regale mit Leidenschaft gestöbert, hätte noch alles Mögliche in die Hand genommen und gedacht, was man damit nicht alles anstellen kann. Also, oder wohin man sich den Kram stellt oder hängt. Und das war echt eine echte Erfahrung. Und also, und wie gesagt, als ich dann draußen war, ich so richtig so, oh, ja, so richtig auch Genau. gar. Also ähnlich wie dein Ja. Freund, der dann gesagt hat, also ich bezahle Geld, wenn ich da nicht mehr rein muss. Oder nächstes Mal weiß ich ganz genau, wenn ich dieses eine, was ich wahrscheinlich öfter besorgen muss, da gehe ich nur diesen Gang so dahin so und dann wieder zur Kasse und zurück. Ja, Genau, also es genau. verändert sich wirklich, ja. Ja, genau. Ja, ich schaue mit Entsetzen auf den Glockenturm. Und ja, Martina, an dieser Stelle, ich habe mir schon mal vorgestellt, ich bin in Karstadt rein und ich sah alle Produkte, die ich sah, sah ich mit meinem geistigen Auge auf einer Mülldeponie liegen. Was ja der Fall ist. Man Ja. braucht nur 10 Jahre in die Zukunft gucken. Alles, was da glitzert und funkelt im Kaufhaus oder auch auf einer Amazon-Website, findest du auf einer Mülldeponie wieder. Also das ist auch, finde ich, so ein Beispiel von die nackte Realität der materiellen Wünsche. Ja, ich denke, wir sind uns da alle einig. Wir wissen, glaube ich, alle ein Stück weit aus eigener Erfahrung, wo hier gesprochen wird. Und an dieser Stelle jetzt gehen wir, ich weiß nicht, Rasa Manjeri, da mit so einer Quizfrage. Wir hoffen, dass wir dich da jetzt nicht mit überfordert haben. Hier auch noch Ja, kurz ich habe aus. jetzt schon die ganze Zeit überlegt. Da gab es natürlich jetzt viele Sachen, die man fragen könnte. Aber und teilweise wäre aber dann, glaube ich, eine Antwort auch sehr umfangreich. Also wenn ich jetzt entscheiden sollte, für Ja. mich ist die schönste, also für mich ist die Frage, wie genau ist Krishnas spirituelle Hautfarbe, Hauttönung? Gut. Das wäre meine Also, Frage. alle YouTube-Zuschauer, wir wollen eure Bleistifte jetzt sehen oder eure Kugelschreiber und zwar im Chatfenster oder eure Tastaturtasten. Schreibt es rein, wenn ihr gar nicht weiter wisst, guckt, was die anderen geschrieben haben. Vielleicht helfen sie euch auf die Sprünge, aber man muss immer bedenken, beim Abschreiben besteht auch die Gefahr, dass man falsche Sachen abschreibt. Ja, wir sind gespannt und werden dann die Antworten hier, sobald wir ein paar haben, hier auch mal vortragen bei der Vielleicht nächsten noch oder. zum Tipp, es wird ziemlich am Anfang der Sendung erklärt. Genau. Super. Ja, also ich bedanke mich. Ich habe hier auch im Chatfenster geschaut. Also Clemens ist uns da einer Meinung.
Slipknot, das ist schon heftiger Tabak oder Tobak. Also müsst ihr euch kein YouTube-Video Mache ich doch angucken. nicht. Ne? Das ist so, die haben alle so gruselige Masken auf und das ist einfach, und die Musik ist auch gruselig. Denn wenn ihr es euch anguckt, wisst ihr, warum der sagte, ich zahle dir das ganze Geld, um das nicht zu gucken. Ja, er war zu sehr schon gereinigt vom Krishna-Bewusstsein. Prima. Ich bedanke mich bei allen, die heute wieder mit an Bord waren, direkt, live und in Farbe, mit oder ohne Kamera. Und auch bei allen, die heute auf YouTube mitgeschaut haben, gebt uns gerne auch ein Like. Wir freuen uns. Teilt diese Videos mit anderen. Und man muss nicht alles nach Reihenfolge durchgeschaut haben. Jedes MTB-Video hat auch in sich selbst einen in sich abgeschlossenen Rahmen. Und wir können ja zum Schluss noch mal die Ukulele uns greifen. Schaltet eure, es sei denn, der Detlef hat seine Gitarre auch dabei. Habt ihr eigentlich schon unseren Vedavox-Kanal abonniert und die Tempelglocke aktiviert? Oder ist das zu überraschend? Dann machen wir es ein andern Mal. Ah, Rein er hat zu sie. unzufällig, ja. Machen wir einen Durchgang heute. Schalte den Musiker-Button bitte ein und wir singen dir einmal hinterher zusammen mit den YouTube-Zuschauern. Hare Krishna. Vielen Hallo, Dank. Hare Shila Krishna, Prabhupada vielen Dank. Ki Jai. Jai.